Inhaltlich vollkommen recht. Verkehrsminister Norbert Hofer hat sich zu Wort gemeldet. Schade, dass wir in diesem Bereich nicht das sofort darstellen können, was wir gerne umsetzen könnten. Wir haben Probleme rechtlicher Natur. Ich habe auch den Minister für Justiz gebeten, auf europäischer Ebene dafür einzutreten, dass es hier eine Änderung gibt. Was können wir hier in Österreich tun? Es wird die digitale Vignette bei Vertriebsstellen von Autofahrerclubs, Asfinag-Mautstellen erhältlich sein. Und es gibt in diesen Fällen kein Rücktrittsrecht. Und das Zweite, wir sind in Verhandlungen mit den Trafiken in Österreich, damit auch dort diese digitale Vignette zur Verfügung stellen kann. Wie gesagt, Sie haben vollkommen recht. Und ich tue mein Bestes, um dieses Manko irgendwie auch egalisieren zu können und so rasch wie möglich auch in anderen Bereichen diese Vignette zur Verfügung zu stellen. Bitte, Herr Abgeordneter.